Hochhauskultur. Bodenständig, authentisch, echt. Herzlich willkommen aus dem wunderschönen Schlossgarten, aus dem Schloss Mitterhardtgarten, direkt hier am wunderschönen Inn aus Vomp. Und ich darf begrüßen den Besitzer, den Inhaber dieses wunderschönen Schlosses und gleichzeitig den Obmann des Tiroler Wirtshausvereins, Wirtshauskulturvereins, Andi Meier. Hallo. Hallo, grüß dich, Manuela. Und ich darf begrüßen den Geschäftsführer des Vereins Tiroler Wirtshauskultur, Peter Weigand. Hallo. Grüß dich, hallo. Ihr habt schon gehört, man darf da per Du sein bei der Wirtshauskultur. Darf ich euch das anbieten? Natürlich. Dann sage ich nochmal Servus Andi, Servus Peter. Schön, dass ich da sein darf. Andi, ich darf mit dir beginnen. Tiroler Wirtshauskultur, das ist Tradition, das bedeutet gelebte Tiroler Kulinarik, das ist Regionalität in Verbundenheit mit der Gemeinschaft im Umfeld. Beim Tiroler Wirtshaus, da weiß man, da kommt man rein, da kriegt man vom Tiroler Schmankerl bis hin zum Haubengericht die besten Essensgerichte serviert. Wie lebst du das Tiroler Wirtshaus als Wirt? Was macht dich und das Tiroler Wirtshaus aus und eure Mitglieder aus? Spannende an der ganzen Geschichte ist, wie du jetzt gerade eingangs erwähnt hast, dieser breite Fächer an Wirtshäusern, was bei uns dabei sind. Wie gesagt, es geht von der Almhütten bis zu einem Dorfwirtshaus, bis zu einem Stadtwirtshaus oder auch sogar, wir haben einige Haubenlokale dabei und das ist der Reiz, was auch die Kulinarik bei uns Tirol ausmacht. Mhm. Und das in Verbindung mit einem regionalen Kreislauf, wo jeder seinen Bauern zur Hand hat, seine Partner zur Hand hat. Das ist einfach echt authentisch, kurze Wege und das sieht man am Teller dann wieder, was man da alles draus zaubern kann. Also man spürt die Leidenschaft bei dir natürlich als Wirt, das ist unumstritten. Tradition ist es immer in Verbundenheit auch mit Moderne. Wie lebt ihr das in der heutigen Zeit? Dass wir in der heutigen Zeit nicht mehr so kochen können, als wir in die 70er oder 80er Jahre, das ist klar, weil unser Ernährungsverhalten hat sich komplett gewandelt. Man geht jetzt schon komplett in eine andere Richtung, leichter, moderner, bekömmlicher und da musst du mit dem Markt auch oder auch mit dem Essverhalten einfach mitgehen und da arbeiten wir auch mit der FH Kufstein zusammen und Diätologen. In Innsbruck haben wir ein tolles Projekt, wo es genau auf diese Bedürfnisse eingehen, wo wir unsere Mitgliedsbetriebe schulen, die was da mitmachen können und das macht auch dieses Moderne mit dem Traditionellen aus und wir sind nicht altbacken, wie man so schön sagt, sondern man geht da einfach den Zeitgeist mit. Mhm, und auch unsere Gäste haben ja zum Teil auch Unverträglichkeiten und man will auch diesen Gast nicht vor den Kopf stoßen und der Tür verweisen, sondern auch diese sind bei uns recht herzlich willkommen und auch die können wir mit der gewohnten Qualität und traditionellen Küche auch verwöhnen. Man kann sogar Tiroler Gröstl mittlerweile vegan machen, oder? Ja, stimmt. Gibt es da Möglichkeiten? Vielleicht sieht man das heute noch, aber es ist möglich, ja. Peter, jetzt darf ich zu dir kommen als Geschäftsführer des Vereins Tiroler Wirtshauskultur. Du stehst ja genauso wie euer Obmann mit Herzblut und Leidenschaft hinter euren Mitgliedern. Und was würdest du sagen, macht eure Marke so besonders? Was strahlt sie aus? Und wie weiß ich, dass ihr als Gast in einem Tiroler Wirtshaus gerade am Tisch sitzt? Also letztlich ist die Marke Tiroler Wirtshaus, dieses grüne Schild mit dem Lebensbaum in der Mitte, letztlich ist es ein Qualitätsgütesiegel. Ein Siegel. Das heißt, wir betreiben da relativ hohen Aufwand, muss man auch sagen, in die Qualitätskontrolle. Das heißt, wir haben zwei Berater bei den Betrieben draußen. Jeder Betrieb hat das Recht, einmal im Jahr von diesen Beratern besucht zu werden und die halten Nachschau, ob der Kriterienkatalog, ich habe den jetzt gerade so kurz einmal mitgenommen, der ist relativ umfangreich und da geht es halt letztlich um die Kulinarik, um Gastlichkeit, um das Angebot auf der Speisekarte, ob das nur den Mindestkriterien entspricht. Und, also man wird richtig geprüft und erhält dann eure Zertifizierung. Ganz genau. Also wir schauen, dass dieser Mindestlabel bei allen Betrieben drinnen ist. Wir haben natürlich durch, wie es der Andi gerade zuerst gesagt hat, sehr unterschiedlich ausgeprägte Betriebe. Wir haben Haubenlokale, wir haben aber ganz einfache Ausflugsgasthäuser, aber alle haben mehr oder weniger ein ehrliches Angebot und der Gast, und das ist ja das, was wir mit der Marke auch dem Gast mitteilen wollen, bitte komm in einen Betrieb mit diesem grünen Schild, komm da herein, weil da darfst du dir ganz was Bestimmtes erwarten. Mhm. Und mittlerweile gibt es uns fast schon 30 Jahre, dauert nicht mehr lang, in zwei Jahren haben wir das 30-Jährige.
Und ich glaube schon, dass wir insgesamt eine recht etablierte Marke in Tirol da sein, aber glaube ich auch im Gast auch Sicherheit geben, dass er kulinarisch bei uns sehr gut versorgt dass ist. Dass er bestens aufgehoben ist. Genau. Könnte man sagen, dieses runde Stempelsiegel schließt auch den Kreislauf der Regionalität mit der Tiroler Wirtshauskultur zusammen? Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch auf. Also natürlich kann man das so sagen. Was wir natürlich im Verein immer forciert haben, waren einfach regionale Kreisläufe. Mhm. Das heißt, wir haben immer geschaut, dass die heimischen Produzenten und der Wirt, dass die einfach zusammengespannt werden. Und das Ganze nicht gleich aufgrund irgendwelcher Aktionen, sondern wirklich, das sind Jahre, jahrzehntelange Partnerschaften, die da entstehen. Yeah. Das ist einmal das eine. Und was man da vielleicht auch noch herauslesen kann aus dem Runden, das wären die Saisonen. Jedes Jahr hat seinen Zirkel, der abgelaufen wird, und wir haben eine starke Affinität mit saisonalen Schwerpunkten, die wir auch in den Betrieben draußen leben. Ja. Das heißt, die Speisekarte im Sommer schaut anders aus wie die im Frühjahr bzw. wie die im Winter. Andi, wie würdest du sagen, wenn wir noch einmal zu dem Charme, zu dem Charakter der Vielseitigkeit der Tiroler Wirtshauskultur zurückkommen, wo kann ich denn überhaupt in Tirol Tiroler Wirtshauskultur erfahren? Es sind jetzt aktuell gerade 120 Mitgliedsbetriebe, die was von Oberland bis ins Unterland und Osttirol verteilt sind. Und die sind auf der Alm, sage ich jetzt einmal, beziehungsweise wie am Dorf oder auch in die größeren Städte. Und das macht die Kulinarik aus. Es geht nicht immer nur um eine Schiene, hochqualifizierte, sondern es geht auch um, wie gesagt, das Bodenständige auch und das Echte und Traditionelle. Und sind sie auch etwas experimentierfreudig, was auch dazu gehört. Ja. Man darf sie nicht zu sehr in ein enges Korsage geben, weil wir haben recht viele Junge jetzt dabei und da sieht man einfach einen total tollen jungen Kreativität. Spirit, ja. Kreativität, das weiß ich nicht jetzt, ich sage jetzt einmal, ein Schweinsbrot noch einmal anders ausschauen kann, als wie einfach eine Scheibe. Mhm. Und das ist das Spannende, wenn ich mehrere Betriebe versuche, was kriege ich da? Vor allem kann man auch schauen, was machen die anderen. Ja. Man kann innovativ sein und vorleben. Also das finde ich ganz cool. Peter, was sind die Hauptaufgaben des Vereins Tiroler Wirtshauskultur? Was sind eure Werte, die ihr nach außen bringt für eure Mitglieder? Also man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Wir sind 1992 ist der Verein gegründet worden. Damals mit der Absicht, dem Tiroler Wirtshaus wieder wie soll man sagen, einen höheren Stellenwert zu geben. Und seit dieser langen Zeit jetzt versuchen wir, unsere Mitgliedsbetrieben, die zumeist wirklich sehr klein strukturiert sind, also wir haben wirklich ganz kleine Ausflugsgasthäuser, aber natürlich auch größere Betriebe, aber letztlich ihnen allen ein Markendach zu geben, diese Marke dem Gast gegenüber entsprechend zu kommunizieren, was er sich erwarten darf in einem Mitgliedsbetrieb. Also da arbeitet man wirklich stark dran, eben auch mit einem sehr aufwendigen Qualitätsmanagement. Das ist natürlich die eine Sache. Marketing ist immer wichtig, aber was wir schon wollen, dass die Betriebe auch eine Art Gesinnung haben. Es soll Teil einer Gemeinschaft sein, die letztlich dann aber auch dazu beiträgt, Tiroler Identität, Tiroler Kulinarik, Tiroler Tradition, Tiroler Werte und so weiter weiterzugeben. Mhm. Andi, wenn ich dich jetzt nicht als Obmann frage, sondern als Mitglied, als Wirt, was findest du in eurer Community, wenn man das so modern sagen darf, so stark? Und glaubst du, dass es einfacher ist, alleine zu sein oder in dieser Gemeinschaft? Was würdest du da unterschreiben? Da würde ich unterschreiben, der gemeinsame Gedanke bringt uns leichter zum Ziel, sage ich jetzt einmal. Und nur in der Gemeinsamkeit oder Gemeinschaft haben wir die Stärke, da irgendetwas zu bewegen. Weil einer alleine ist meistens nur ein Einzelkämpfer. Und das ist nicht nur bei der tollen Unterstützung, was wir vom Verein haben, ob das jetzt Speisekarten sind oder Speisekartenhüllen, ob jetzt das der Marketingauftritt nach außen ist, sondern es geht auch tiefergreifend, wenn irgendwelche Probleme hast, wie gehst du an?
rufst einen Kollegen an, der was die Erfahrung vielleicht auch schon mal gemacht hat. Und einfach der Austausch, die Kommunikation, einfach der Austausch untereinander. Auch wenn es schwierig ist in der heutigen Zeit, weil jeder irgendwie von Termine vollgestopft ist und alles knapp ist und so weiter. Aber einfach die Gemeinschaft und auch wenn es mal bei einem Abend, bei einem Glas Bier einmal drüber reden, ja, das gehört einfach, das gehört dazu und das macht uns aus. Mhm. Wir Tiroler, wir sind ja sehr stolz. Wir haben eine tolle Kultur, eine tolle Tradition, auf die man natürlich gut aufpassen. Und jetzt in der Krise sind wir natürlich noch mehr zusammengewachsen, haben diese Regionalität noch mehr schätzen gelernt. Was würdest du den Tirolerinnen und Tirolern heute gern mit auf den Weg geben? Was würdest du dir von uns für die Tiroler Wirtshauskultur wünschen? Krempf in unsere Betriebe. Ja. Krempf sein, lasst euch verwöhnen, die Stunde oder die Zeit, die ihr verbringen wollt. Es unterstützt nicht nur die Wirte, sondern es unterstützt auch den ganzen regionalen Kreislauf, der was im Hintergrund mitschwingt. Und ich glaube, das ist das Größte, was man sich wünschen kann. Und wenn man nachher nur zusätzlich mit einem Lächeln die Gäste verabschieden kann, nachher, glaube ich, ist das auf beider Seiten eine Win-Win-Situation und was gibt's schöner. Das erfüllt das Gastwirtherz, wenn man da mit einem Lächeln hinausgeht, gut gegessen hat, eine tolle Zeit miteinander verbracht hat. Du sagst es, Andi. Peter, wie siehst du das noch einmal? Was ist dein Appell und wie wichtig ist dir auch, diese Tradition als Erbe weiterzugeben? Ich verstehe, oder mir gefällt der Spruch mit der Tradition, dass es die nicht die Anbetung der Asche ist, sondern die Weitergabe des Feuers. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber mir gefällt der Spruch sehr gut. Und das widerspiegelt sich jetzt auch bei uns natürlich in den Betrieben, dass Gott sei Dank sehr viele junge Wirtinnen und Wirte jetzt da hinten dran kommen und den Betrieb dann weiterführen und die das Thema teilweise ganz anders sehen. Und das ist auch gut so. Ja. Das muss nicht alles so sein wie vor 100 Jahren. Man wird sich sicher auf bestimmte Werte und auf das Erbe rückbesinnen. Aber uns geht es schon auch um eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Dann sage ich schon mal vielen Dank für dieses interessante Interview. Ich habe wieder viel gelernt über die Tiroler Wirtshauskultur und ich glaube, unsere Zuhörer auch. Und mir geht es so, ich habe jetzt ein bisschen Agrumoren im Bauch, im Magen. Ich habe schon ein bisschen was aus der Kuchel gerochen. Andi, ich habe einen Hunger. Könntest du uns was Gutes kochen? Jetzt gehen wir kochen und zwar, wir haben eine wunderbare Zeit jetzt im Sommer. Jetzt können wir die heurigen Kartoffeln, die Schwammerla, jetzt fängt jetzt wieder Sprießen an, es kommt jetzt die nächsten Feldfrüchte und jetzt werden wir uns ein gutes Pfifferl in Gröstl kochen. Ja, da freue ich mich schon drauf. Peter, du auch? Ich habe immer Hunger. Okay. Darf man ein bisschen mitgehen mit dir, Andi? Zuschauen? Ja? Okay, schauen wir mal, Peter, ob er das kann. Peter, komm, da riecht's schon gut. Wo ist er denn, der Andi? Ja, Andi, das schaut ja ganz gut aus. Ja, weil wir uns ein gutes Pfifferl in Gröstl kochen. Du, Andi, darf ich da noch die Tiroler... Ah ja, genau, das ist eine gute Idee. Ich hätte gern geholfen, aber ich glaube, ich kann das nicht ja, so wenn, gut wie du. Ja, mit den roten Nageln in... Das läuft nicht. Da. Peter, das schaut gut aus. Hast du die selber gepflückt, die Schwammerlen? Ja, das ist sich leider nicht ausgegangen, aber ich habe einen, der was mir die Idee bringt. Sehr gut. Ja. Mit den heurigen Kartoffeln. Und das wird jetzt ein Schwammerl Gulasch. Das wird jetzt ein Schwammerl Gröstl. Gröstl. Das lernt man als Wirt richtig Zwiebel schneiden, gell? Ja. Und der Schnippelersch. Das habe ich auch noch gelernt in der Tourismusfachschule. Wie viele Zwiebeln hast du schon geschnitten da? Unendlich viele. Tagtäglich. Ich bin ja eine Hausfrau, nicht gleich Moderatorin. Peter, du kochst auch? Nein. Nein? Ich lasse kochen. Ein guter Griller, hast du mir gesagt. Grillen tue ich gerne, ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Grillen und Smoken. Smoken, ja. Smoken. Aber das ist jetzt ist ja ganz was Spezielles. Nicht unbedingt die hohe Kunst des Kochens. Aber die Qualität des Produktes hängt ab. Du mischst da rote Zwiebeln mit weißen. Mit weißen, genau. Aha, das ist was Besonderes. Geschmacklich. Ja. Und es schaut gar nicht aus. Ist das so ein Schmankerlgericht, wo du sagst, das ist so meine Spezialität da im Haus? Ja. Oder das mag ich recht gern machen? Ja. Eigentlich schon. Und die Gäste lieben es auch, wie gerade gesagt, das Saisonale, das mögen sie einfach. Und was gibt es denn Schöneres, als wir Produkte, die du mehr oder weniger vor der Tür wachsen und die was man verarbeiten kannst. Und sie kommen nach wie vor an, auch wenn es ein altes Gericht ist, sage ich, ein Gröstl, ja. Alte Kartoffel angeräscht, geschmackig,
Was willst du mehr? Wir haben ja schon gehört, Tiroler Wirtshaus, Schloss Mitterhardt ist ein Familienbetrieb. Hat das die Mama dir vererbt oder die Oma? Wer war der Beste? Oma und Mama. Oma und Mama. Ich bin zwar ins Ausland gewesen, aber die Basic habe ich von Oma und Mama. Und das sind immer noch die, was funktionieren, und das ist, das passt da. Das ist auch Tradition. Natürlich auch weiterentwickelt. Lässig. Ich würde sagen, dann kosten wir bald einmal, oder? Mhm. Sitzen wir uns zum Tisch später. Mhm. Ja? Dann bringe ich es ein Kasse, wenn ich fertig bin. Danke. Wir freuen uns schon drauf. Peter, Kim, lass uns aus wieder in den schönen Garten. Das schaut gut aus. So, ich hoffe, das kannst du mir nicht streiten. Ja, du hast genug Besteck dazu, gleich einmal zur Sicherheit. Das schaut ja ganz gut aus. Lecker, und riechen tut es auch gut. Andi, da werden wir uns jetzt gleich drüber stürzen. Und ich sage schon mal danke für deine Gastfreundschaftlichkeit, für deine Highlights, die du uns heute bietest. Du darfst jetzt zurück zu deinen Gästen. Und der Peter und ich, wir dürfen noch ein bisschen über die Sommerfrische dann plaudern. Gerne. Danke für den Besuch. Ich wünsche einen schönen Tag noch und wir sehen uns noch später. Später sehen wir uns noch. Danke, Anni. Mach's gut dabei. Peter, gleich geht's los. Da darf man gleich das gute Schwammerl-Kräschl genießen. Vorher noch, es gibt ja auch so einen Geschenksgutschein vom Tiroler Wirtshaus. Wie schaut der aus? Was kann der Besonderes? Da haben wir welche liegen. Zufällig haben wir welche da. Zufällig. Das sind jetzt allerdings noch die alten Gutscheine. Das ist im Prinzip nur so, wie wir sie früher im Umlauf gehabt haben. Und wir haben jetzt seit geraumer Zeit wirklich eine sehr moderne Art und Weise implementiert. Und zwar über unsere Website, über unseren Webshop kann man diese Gutscheine bestellen, kann sie sofort ausdrucken. Das sind zeitlich unbegrenzt in allen Mitgliedsbetrieben für alle Leistungen. Also vornehmlich Essen und Trinken, aber natürlich auch, wenn man übernachten will, kann man sie in allen Mitgliedsbetrieben einlösen. Also ein hochwertiges Geschenk zum Ausdrucken. Man muss da nicht lang irgendwo hin und den Gutschein abholen, sondern kann das ausdrucken. Das ist super. Und ganz unkompliziert. Dann kann man so ein Essen wie wir heute genießen im Tiroler Wirtshaus. Peter, wir essen jetzt, würde ich sagen, oder? Lass das schmecken. Mahlzeit. Mahlzeit. Thank you.